Einen wunderschönen guten Morgen. Heute ist Dienstag, der 1.8.2023 und wir sind in einem Naturpark nördlich von Dijon. Heute mache ich den ersten Teil dieser Reise fertig. Der geht bis gestern Abend. Und ja, heute Nacht hat es die ganze Nacht geregnet. Mal gucken, wie wir weitermachen. Einen wunderschönen guten Tag. Heute ist Samstag, der 29. Juli 2023, und wie angekündigt fahren wir los. Diesmal wollen wir eine längere Strecke fahren. Jetzt sind wir gerade tanken. Heute geht es zu einem Familienessen, Mittagessen in der Nähe von Stuttgart. Ja, und dann fahren wir weiter Richtung Bordeaux, so die Absicht. Das wird die zweite längere Reise dieser Art mit Ausland mit unserem Camper. Ich melde mich und berichte. Jetzt sind wir gerade erstmal tanken und haben ein Brötchen dabei für unterwegs. Ja. Der Wetterbericht ist mehr oder weniger übel für Deutschland, die ganze Zeit. Über eine Woche lang soll es hier regnen und schlechtes Wetter haben. Ja, ich denke, ein Teil davon wird uns jetzt erwischen bei der Fahrt Richtung Frankreich. Dann müssen wir einfach gucken, wie wir das machen. So. Momentan sind wir jetzt auf der A67 Richtung Mannheim unterwegs. Richtung Westen sieht es gar nicht so schlecht aus. Aber ich zeige dir mal, wie es beim Odenwald aussieht. Wirklich übel. Ja, es bleibt regnerisch. Unser Ziel ist es ja dann, von Bordeaux aus weiter Richtung Spanien zu fahren. Wir haben einen klasse Camperfilm gestern gesehen von einem Paar, das nach Osten gefahren ist. Bulgarien, Rumänien, Griechenland. Das war auch toll, der Film. Ja, eben gab es sogar ein Gewitter. Ja, wir sind jetzt schon in der Nähe von der Hohenloher Ebene, südlich vom Odenwald. Der Plan heute ist ja, dass wir mittags gegen 1 mit unserer Familie zusammen essen. Eingeladen hat, haben die Söhne von der Schwester von meiner Mutter. Und ja, es ist einmal im Jahr die SAP Arena. Wir sind noch auf der Autobahn A81. Wir haben die Autobahn verlassen, fahren jetzt Richtung Öhringen und ab jetzt auch nach Süden. Hier hatten wir ja schon eine eigene Tour mal gemacht für die Hohenlohe. Das war ja auch schön, da war die Kindsicht dabei. Es war im Winter, wo es so gestürmt hatte. Ah, da war ich aber fitter mit dem Fahrrad. Schönes Bundesland. Mir hat es hier schon immer gut gefallen. Ja, ist schon schön. Dunkle Wolken. Immer noch der Hohenlohekreis. Hier beginnt jetzt der Landkreis Schwäbisch Hall. Das ist jetzt nicht mehr weit, noch so gute 10 Kilometer. Die Aschenhütte. Jetzt sind wir kurz vor dem Ziel. Hier gibt es noch einige Baustellen, sodass hier einige Umleitungen ausgeschildert sind. Und so sieht das Gewitter dann letztlich aus. Jetzt da und ja, gleich nachher gehen wir zum Restaurant. Jetzt können wir hier im Auto noch ein bisschen was planen und die nächste Etappe vorbereiten, wo wir dann übernachten wollen. Ja, haben noch Zeit jetzt, circa eine halbe Stunde bis zum Essen. Auch das hier ein Golfhotel. Ja, wir sind jetzt fertig mit dem Essen. War super, super schön. Ist hingelegt? Schön. Ist jetzt noch so sieht es aus, wenn die Steinchen von Monika hier hingelegt werden. Platz gefunden. 9. Ah, sehr schön. Und hier ist jetzt der Parkplatz. Wir fahren los Richtung Bad Liebenzell. So der Plan. Jetzt fahren wir noch mal durch den Ort. Land. Ja, ist eine super schöne Ecke.
Marbächle. Die Wolken sind wirklich beeindruckend. Ja, das ist mal eine wackelige Straße. Eine super schöne Ecke hier, also das kann man nicht anders sagen. Schwäbisch Hall, Kinzig, die ganze Ecke hier. Und gerade hier ist es besonders hügelig und schön. Wir müssen meine Reise nur Wittenberg widmen. Fahren wir schon Richtung Autobahn. Wir sind jetzt gerade an Backnang vorbeigekommen, da bin ich geboren. Wir biegen ab auf die Autobahn 81 Richtung Stuttgart. Wir haben jetzt die Autobahn verlassen. Wir sind jetzt hinter Renningen und fahren Richtung Bad Liebenzell. Überall dunkle Wolken, ein Raubvogel. Die Ecke kenne ich auch ganz gut von dem Radmarathon Magstadt. Oh, eine coole Brücke. Da passt auch kein Lastwagen drüber. Abendstimmung. Kleine Straßen im Nordschwarzwald. Ist auch eine wunderschöne Ecke zum Radfahren. War die Ortsdurchfahrt gesperrt. Jetzt müssen wir eine andere Strecke fahren. Aber wir könnten jetzt auch jeden Parkplatz, den wir hier sehen, nehmen. Das Wetter sieht gut aus, aber es sind überall Gewitterzellen. So, jetzt geht so ein Kurvenreich runter zur Nagold. Es geht kurvig so weiter bis zur Nagold unten. Wir haben jetzt so ein Stück weit umdisponiert. Wir fahren jetzt Richtung Pforzheim weiter. Wir haben dort jetzt zwei Stellplätze in Park von Neid rausgesucht. Einer südlich von Pforzheim und einen in Pforzheim drin. Ja, wir lassen uns überraschen, weil sonst müssten wir die Strecke morgen auch wieder zurückfahren. Das ist zu blöd. Hier ist jetzt die Brücke über die Nagold. Der ursprünglich geplante Parkplatz wäre jetzt links gewesen. Ein Blick hier. Ach, was sind das für Wolken hier? Wunderschönen guten Morgen. Heute ist es Sonntag, der 30. Juli 2023, der zweite Tag unserer Reise. Ich habe jetzt vor, einen kleinen Lauf zu machen. Es hat hier in Pforzheim die ganze Nacht geregnet. Ja, und ich habe auch so ein bisschen an den 5 Stunden weitergearbeitet. Teil 7 von der letzten Reise ist veröffentlicht. Und jetzt beginnt die neue. Hier unser Stellplatz. Es sind ganz viele ganz liebe, nette Leute hier. Aber schön ist der Stellplatz jetzt nicht, aber man kann hier bleiben, wenn man sonst keinen guten Platz gefunden hat. Aber die Wolken stören mich. Ja, es geht los. Gleich da vorne ist eine Ampel und da starte ich dann und es regnet, es nervt. Ja, geplant war es irgendwie anders. Wir wollten ja eigentlich heute an der Nagold stehen im Schwarzwald, einen schönen Waldspaziergang machen. Das hat dann gestern nicht geklappt, weil wir irgendwie, Schwarzwald war diesmal nicht unser Ziel und wir wollten keine Umwege fahren und Zeit verlieren. Jetzt geht's los. Da unten ist die Enz. Jetzt habe ich auch noch meine Regenjacke vergessen mitzunehmen. Ja, und hier ist es schön. Hier unten ist die Enz. Ich gehe mal kurz auf die Aussichtsplattform. Ja, jetzt gucke ich mir gerade mal die Windrichtung an. Da sind noch viele Regenwolken. Ist egal, jetzt bin ich notfalls nass, muss ich durch. Ich habe mich jetzt entschieden, doch lieber oben zu laufen. Ach, guck mal da, Schwäne mit, toll. Der Blick zur End. Ja, das war jetzt wirklich schön hier. Also, das war wirklich, das waren ja auch nur 200 Meter vom Stellplatz weg, bin ich hier an der End, in einem so schönen Gebiet. Pforzheim ist da oben an den Berghängen. So geht der Weg weiter und die Sonne kommt raus. Toll, toll, toll. Guck mal, Enten. Haben das Klärwerk entdeckt. Es geht weiter an der Enz entlang. Meine Uhr sagt, ich muss mehr trainieren. Ja, ich habe so eine Garmin-Uhr, die macht immer so Leistungsdiagnosen und sagt mir, ob ich schlecht oder gut schlafe und dergleichen. Und die sagt, ich bin zu fett
und zu wenig unterwegs. Naja, gut, man darf das alles nicht allzu ernst nehmen. Hier geht der Weg jetzt ein Stück nach Pforzheim hinein. Der Weg laut Track war gesperrt. Jetzt versuche ich einen anderen Weg zu finden. Jetzt laufe ich über die Enns. Da drüben ist noch eine Brücke, die konnte man irgendwie nicht erreichen. Ich blicke auf die andere Seite der Enns. Und das ist die Bürgermeister Zornbrücke. Jetzt laufe ich unter der Straße hindurch. Tut es. Der Track war bisher sehr, sehr gut. Die Sicht auf Pforzheim. Ja, so ist es. Jetzt war ich doch falsch. Ich muss den Berg hoch. Eine Hütte hier. Eine Gleichgewichtsübung. Ja. Traumfänger. Sehr schön. Jetzt hier den Berg hinauf. Ja, das war dann doch falsch. Der Weg ist irgendwo da unten. Schwer zu sehen. Und hier ist auch so ein kleiner selbstgebastelter Barfußpfad. Schön gemacht. Ein Waldkindergarten ist das hier. Und hier muss es irgendwo links runtergehen. Tatsächlich, hier im Waldkindergarten gibt es so einen kleinen Weg, der hier runterführt. Der war schwer zu sehen. Hier auch nochmal Waldkindergarten. Das Schild. Ein kleiner Bach und Regenfälle. Ja, jetzt denke ich, dass es ein guter Test ist, um zu gucken, ob meine Ausstattung auch wasserfest ist. Mal sehen. Und hier geht es wieder so einen kleinen Trail entlang. Nach dem Regen sollte man nicht auf Holz treten. Hier geht es jetzt wieder so ein Mini-Track runter. Der ist fast nicht zu sehen. Und Brennnesseln. Aua! Mist. Da waren reichlich Brennnesseln eben. Aber Brennnesseln sollen ja auch gesund sein. Und man sieht, dass auch Wildschweine diesen Weg mögen. Das kann nicht wahr sein, oder? Ist doch keine Laufstrecke mehr. Ja, dieser Weg hört auf. Ich laufe jetzt zurück. Die Entscheidung ist gefallen. Ich laufe jetzt ein Stückchen den Hauptweg noch entlang. Wenn ich dann rechts abbiegen kann, probiere ich das aus. Ansonsten muss ich wenden. Ja, das scheint zu funktionieren. Hier kann man rechts abbiegen. Das mache ich jetzt auch. Ja, es scheint hier zumindest mal in die richtige Richtung. Hier ein wunderschöner Blick Richtung Pforzheim. Mittlerweile bin ich auch wieder auf der richtigen Strecke angekommen. Hier an der Enns ist ein wunderschöner Wasserspielplatz. Aber auch Kinderspielplätze gibt es. Ja, eine beeindruckende Kulisse. Wahnsinn, die Wolke. Noch einmal ein Blick auf die Enns. Da stehen wir. Auto ist fertig. Wir haben ein bisschen ausgeruht, eine Kleinigkeit gegessen. Es waren noch die Reste von gestern Mittag. Gemüse mit Reis. Und wir fahren jetzt weiter zum Kaiserstuhl. Ja, und das bleiben wir heute Nacht, so der Plan. Und morgen sehen wir weiter, wir müssen noch Gas kaufen. Im Kaiserstuhl kann man vielleicht auch zum ersten Mal ein bisschen Wein einkaufen, mal gucken. Ist ja auch eine hervorragende Weingegend, eine der besten in Deutschland. Und los geht's. Wir haben jetzt 2 Uhr. Ich schätze mal, es sind 1,5 Stunden Fahrt, 130 Kilometer. Wir fahren auf der Bundesstraße 10 durch Pforzheim durch. Wir sind auf der Autobahn Richtung Karlsruhe. Ja, es sind heute doch mehr Kilometer, als ich dachte. Es sind ca. 160 Kilometer bis zum Kaiserstuhl. Auf der A5 Richtung Basel bei Baden-Baden. Das ist die Autobahn, der Autobahnteilabschnitt, den wir bisher mit dem Wohnmobil am öftesten gefahren sind, am meisten gefahren sind. Wir sind jetzt im Breisgau angekommen und verlassen bald die Autobahn. Wir verlassen jetzt die Autobahn in Teiningen. Wir fahren Richtung Bötzingen zum Kaiserstuhl. Vor uns ist jetzt der Kaiserstuhl zu sehen. Hier hatte ja auch Jan Ulrich früher gewohnt und trainiert. Und der Blick zum Schwarzwald. Direkt vor uns der Parkplatz an. Das habe ich auch mal verzockt hier. Irgendwo hier, ja. Ja, wir sind angekommen. Wir haben jetzt nicht diesen super Parkplatz genommen, den wir schon mal hier im Kaiserstuhl kennengelernt hatten. Der war ja so ein bisschen versteckt und super zum Wandern gedacht.
Ja, aber diesmal in Bötzingen, weil wir eigentlich dann dachten, wir könnten morgen hier vielleicht noch einen Wein einkaufen gehen. Und hier stehen auch ganz viele Wohnmobile. Also nicht ganz viele, zwei habe ich gesehen. Wir sind jetzt gut in Bötzingen angekommen, haben auch einen schönen Parkplatz, direkt an so einem Radweg, super schön. Und machen jetzt noch einen kleinen Spaziergang und gucken uns die Gegend an. Der Ort erinnert schon ein bisschen auch an das Elsass und umgekehrt. Ja, hier ist das Geschäft, wo wir auch planen, morgen den Wein zu kaufen. Eine der Top-Weingegenden in Deutschland. Dreht man sich um, hat man den Blick zum Schwarzwald. Ich hatte zu Hause noch die Garmin-Karten hier für meine Navigation aktualisiert. War keine gute Idee, weil ja keine von denen hat funktioniert. Und es geht weiter super schön bergauf. Für Frankreich und Spanien wäre das natürlich blöd, wenn die Garmin-Karte nicht funktioniert. Weil Reservekarten habe ich keine eigenen hochgeladen für Frankreich und Spanien. Ich habe eine für Österreich und eine für Deutschland. Lerne, mache nie ein Update, bevor du die Reise machst, ohne es auch zu testen. Ja, diese kleine Straße da oben am Vogelsang war auch so eine Lieblingsstrecke von Jan Ullrich. Die Wege sind hier super cool, weil zumindest auf der Seite vom Kaiserstuhl, weil hier ja so viel Weinbau betrieben wird, die Wege, die ich dir letztes Jahr bei unserer Reise nach Albenga gezeigt hatte, war das ja ganz anders. Es geht noch den Berg hinauf. Hier die Aussicht Richtung Schwarzwald und in die Weinberge. Ja, bis zu diesem Turm oben sind es noch 3 Kilometer, so weit laufen wir heute nicht. Das ist eine Aussicht. Aber jetzt sind wir bald oben. Ja, man möchte hier keinen Steinbruch haben, weil hier wirklich die besten Weine in Deutschland angebaut werden und auch sonst sehr viel für die Natur getan wird. Oh, wir sind ja schon fast in dem Turm. So viel fehlt da gar nicht mehr. Also Monika möchte jetzt nicht hoch zu diesem Turm laufen. Ja, wirklich schön hier. Also ich finde beide Seiten vom Kaiserstuhl toll. Also auch die auf der anderen Seite ist. Dort ist es noch ursprünglicher als hier. Aber man hat nicht diese grandiose Aussicht. Da gibt es auch so Hinweistafeln, was die bedeuten und warum man die gemacht hat. Monika sammelt hier irgendwelche Steine, die sie alle in den Rucksack tut, den ich trage. Weile hat mein Rucksack auf der linken Seite wegen der vielen Steine Schlagseite. Sie meinte, sie würde jetzt aufhören mit Steine sammeln. Aber hier ist jetzt ein Rasen, hier gibt es auch keine mehr. Vielleicht willst du auch mal hier entlang fahren, wenn du von Norden nach Süden fährst. Dann lohnt sich hier der Kaiserstuhl neben dem Schwarzwald auf jeden Fall für einen Besuch, genauso wie die Vogesen. Also diese Abstecher sind alle sehr schön. Jetzt geht's wieder zurück runter in den Ort Bötzingen. Eine kleine Idylle. Wasser ist gesund. Aktuell sind wir im Schambachtal. Wir sind wieder in Bötzingen angekommen. Zur Erinnerung an Jan Ullrich habe ich hier in dem Hotel auch einmal übernachtet, auf so einer Ferntour Richtung Alpen. Und Jan Ullrich hat auch hier geschlafen. Das ist das Land des Tuch Sonne. Jetzt sind wir zurück. Ja, wir haben, glaube ich, noch 2 Bier kalt gestellt.
noch eine Kleinigkeit zu essen. Einen wunderschönen guten Morgen. Heute ist Montag, der 31. Juli 2023. Ja, ich war im Glück jetzt hier in Bötzingen, weil wir ein super schönes Wetter noch haben. Es hat gar nicht geregnet bisher. Super cool. Und das hatte mir die Gelegenheit gegeben, hier ein paar Yoga-Übungen zu machen auf dem Platz. Ich zeige ihn dir mal. Ja, hier mein Yoga-Platz. Hier ist ein kleiner Bach. Ja, ich mache jetzt noch ein paar Übungen. Dann wollen wir Wein einkaufen gehen. Dann vielleicht noch einen Lauf machen, Emmendingen, Gas kaufen, vielleicht noch Wolle kaufen. Ja, wir haben ein volles Tagesprogramm heute. Und wir wollen hier auch noch weiterfahren Richtung Frankreich. Bis gleich. Weineinkauf. Der Weinladen ist so 200 Meter, wir haben das ja gestern gesehen und jetzt gehen wir dahin. Ja, es ist 11:45. Das sollte das Geschäft eigentlich aufhaben. Hier sind wir wieder angekommen am Weingut. Sieht nicht gerade offen aus. Ja, tatsächlich offen. Wir bekommen heute einen guten Wein. Wir sind jetzt verabredet, um 2 Uhr den Wein zu kaufen. Ja, ich mache jetzt noch einen Lauf. Bei den Wein gibt es erst um 2. Klassischer Fall, Handy vergessen, musste zurück. Aber jetzt geht's los. Geht's. Ja, am Bach entlang. Jetzt ist es auch gut warm geworden, weil vorhin war es ja noch recht kühl. Ja, das mit den Karten ist tatsächlich auf dem Garmin blöd. Ich habe es gerade noch mal ausprobiert. Die geladene Karte funktioniert nicht. Da muss ich mich noch drum kümmern. Hier mit Blick Richtung Schwarzwald, idyllisch, und Blick zum Kaiserstuhl, da kommt der Wein her. Mal die Stimmung hier am Kaiserstuhl und weiter geht's. Der Wasserstand von dem Bach und der Fluss ist auch hoch. Mal der Blick nach Vogelsang. Jetzt bin ich in Altstetten angekommen. Hier ist die Aumühle. Fast 700 Jahre Mühle. Umdrehen, das war falsch. Jetzt geht es tendenziell wieder zurück. Aber es ist noch nicht Halbzeit. Eine Brücke. Nieseln. Ankunft auf dem Parkplatz. Ja, in einer halben Stunde gehen wir den Wein abholen. Jetzt bin ich ja mal gespannt, ob die Monika ihre Radtour gemacht hat. Sie wollte eine kleine Radtour machen. Ohne mich, hat sie gesagt. Es wäre ihr zu stressig. Es ist 2 Uhr. Jetzt gehen wir den Wein holen. Freue ich mich schon. Und dann fahren wir erst nach Emmendingen, die Gas kaufen. Vielleicht noch ein Wollgeschäft aufsuchen für Monika und dann fahren wir Richtung Frankreich. Ja, Monika hat jetzt doch keine Radtour gemacht. Das macht sie dann doch nur, wenn ich sie drängle. Wir haben jetzt super leckeren Wein gekauft, wurden zu einem Kaffee eingeladen mit Stückchen. War sehr, sehr schön. Also ich halte das Weingut Schaffner hier im Pötzingen am Kaiserstuhl für eines der besten Weingüter hier in Deutschland. Also mir gefällt das hier klasse. Also nicht eines der besten, es sind viele gute natürlich, aber es gehört wirklich zu den Spitzenweingütern. Ja, Preis-Leistung ist hervorragend, finde ich. Ja, wir sind jetzt hier in Emmendingen am Obi angekommen. Monika holt gerade die Gasflasche. Ich habe hier die Gasflasche ausgebaut und die Weinflasche verstaut. Wir haben super, super leckeren Wein jetzt dabei. Ja, so sieht das Ganze aus. Und wir fahren dann weiter zu einem Wollgeschäft und dann Richtung Dijon in das Burgundland.
Boah, Gasflasche ist eingebaut, super. Und was echt übel ist, wir haben so eine Truma Gaslevel Control Ding. Nur das vergisst man regelmäßig abzumachen. Ja, und jetzt heute auch wieder. Ja, ich habe es gerade noch gemerkt, als wir in der Kasse waren. Nun, wir fahren jetzt weiter. Es geht ins Wollgeschäft. Wir verlassen jetzt Emmendingen. Jetzt hat auch der Wollkauf geklappt. Ich habe in der Zeit an den Videos weitergearbeitet, sodass wir momentan noch halbwegs aktuell sind. Wir heute haben eine längere Autofahrt vor uns, weil wir vorhaben, bis nach Burgund zu fahren. Mal sehen, ob das klappt. Wir sind auf der A5 und fahren weiter Richtung Süden, Richtung Basel. In ca. 50 Kilometern verlassen wir die Autobahn und fahren Richtung Frankreich. Wir verlassen die A5 und fahren weiter Richtung Lyon, Mulhouse, der Rhein, Grand Canal d'Alsac. Jetzt fahren wir ca. 80 Kilometer auf der A36 Richtung Lyon. Ja, in den Südvogesen waren wir ja schon, Seven, Ballon d'Alsac, war eine wirklich schöne Tour. Wir haben jetzt die erste Mautstation in Frankreich bestanden. Nach dem vierten oder fünften Versuch hat das Bezahlen mit Karte funktioniert. Klasse, ein Kompliment an Monika. Sie ist noch dabei, sich zu beruhigen, ist noch ganz nervös. Jetzt sind wir auf der Autobahn noch A36 Richtung Dijon, Lyon. Ja, wir kommen gut voran. Ist noch eine schöne Autobahn mit einem See. Ja, hier geht es jetzt mit 5% bergab. Das sind schon die steileren Abfahrten. Ein Trainingsgelände für Cross-Motorräder. Ja, wir haben jetzt die zweite Mautstation passiert. Die war ein bisschen anders. Da konnte man nicht direkt einfach bezahlen. Da musste man die Karte reinstecken und bekam ein Ticket. Aber das war eine höhere Komplexität. Man musste zuerst das Ticket anfordern und dann ging die Schranke auf. Aber auch das haben wir dann letztendlich gemeistert. Hier sind auch überall Mittelgebirge. Das war mir gar nicht so bewusst hier, dass es hier in Frankreich so viele Mittelgebirge gibt auf dieser Strecke. Aber wirklich schön. Eine meiner ersten längeren Radtouren ging auch mit uns mit einer Betriebssportgruppe nach Dijon. Da sind wir dann durch das Burgund gefahren und zurück über die Südvogesen und hin zu uns über das Jura. Ja, ich sehe gerade, dieses ganze Gebiet gehört noch zur Jura. Wow, das wusste ich ja auch nicht, dass das Jura so lang gestreckt ist. Ich dachte, das hört irgendwo am Genfersee hinten auf. Also das Jura muss man sich auch noch mal angucken in der eigenen Reise, definitiv. Ja, einen Teil vom Jura hatten wir ja auch schon. Das war halt ganz, ganz, ganz weit im Osten, der Teil vom Jura. Die Landschaft bleibt hügelig. So langsam kommen wir in die Abendstimmung. Es ist jetzt auch schon 8 Uhr abends. Wir sind jetzt auf der A39, führt Richtung Dijon, aber auch Paris. Saon. Wir sind in der Bourgogne. Es ist jetzt nicht mehr allzu weit. Ja, bei der nächsten Mautstation hat man schon wieder Schwierigkeiten, welche man nehmen kann. Wir nehmen so eine Metier, die auch Scheckkarten akzeptiert. Hammer! Ja, was bei uns nicht klappt, ist halt, wenn man die Karte einfach nur reinschiebt. Dieses Kontaktlose funktioniert. Naja, so ein bisschen Abenteuer gehört dazu. Bei uns sind es die Mautstationen. Auch hier rechts und links. Wunderschönes Sträßchen, ein Läufer. Aufpassen, 200 Metern rechts. Wir sind jetzt angekommen, sind jetzt in der Findungsphase, wie wir uns hinstellen. Und hier bleiben wir, aber das machen wir heute nichts mehr.